Manche Menschen suchen die große Liebe, manche den Sinn des Lebens und Deutschland sucht den Superstar. Jetzt ist RTL noch einen Schritt weiter gegangen. Weil Gerhard Schröder zu doof ist, das Land zu regieren, sucht der Sender jetzt den Superkanzler. Deutschland sucht den Superkanzler. Vier Bewerber stellen sich dem Urteil einer unbestechlichen Jury. Wer wird Superkanzler? Kandidat 1, Edmund Stoiber. Kann der abgebrühte Bayer die Jury überzeugen? Weil ich glaube, dass Millionen von Menschen sich heute wirklich verarscht fühlen müssen. Absolut. Also, du machst mir ein bisschen Angst. Weil du hast wirklich alles das, was wir nicht brauchen hier. Das war deutlich. Ausgeschieden. Stoiber ist aus dem Rennen. Kandidat 2, Hans Eichel. Wird das Rechengenie aus dem Finanzministerium der neue Superkanzler? Daher sehe ich keine Veranlassung, unsere damalige Einschätzung zu ändern. Du bist absolut talentfrei. Also für mich hast du da eben das zweite Mal die Titanic versenkt. Recht hatte der Dieter. Hans Eichel ist raus. Kandidat 3, Angela Merkel. Jetzt wird es spannend. Kann die sympathische Karpfenfresse der Union die Herzen der Jury erobern? Der Wahlkampf war geprägt von einem vorbereiteten Wahlbetrug. Und die Ergebnisse des rot-grünen Koalitionsverhandlungsmarathons zeigen, dass dieser Wahlbetrug sich in einer Vielzahl von Maßnahmen für die Menschen in unserem Lande niederschlägt. Da ist irgendwie was und ich wünschte mir, du würdest A, mehr aus dir machen, was so dein Äußeres betrifft, und irgendwie mal so ein bisschen so am Styling gleich nochmal. Du wirst es nie dein ganzes Leben in der äußeren Badewanne gut hinkriegen. Das war's auch für Angela Merkel. Tschö mit Ö. Kandidat 4, Guido Westerwelle. Nun muss ausgerechnet der stets gut gelaunte Furchenschädel Guido Westerwelle das Moped aus dem Dreck ziehen. Sonst bleibt Gerhard Schröder Kanzler. Die geblieben und die muss geändert werden, meine Damen und Herren. Meine absolute Hochachtung. Willis Kirchen. Also, du bist wirklich die Beste bisher, die ich gehört habe. Glückwunsch, Herr Westerwelle. Damit sind Sie Superkanzlerin.